Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag und das bedeutet, ich habe für dich ein Video zum Wochenstart. Diesmal ist es eine Verpackung, die ist irgendwie wieder dran. Und da ich sehr gerne anstelle von Blumen oder Wein Karten als Mitbringsel dabei habe, ist das jetzt hier mal eine schnelle, einfache Verpackung für so bis zu 5 Grußkarten mit passendem Umschlag. Also normale A6-Karten mit diesem C6-Umschlag drin. So, das Ganze wird hier geöffnet. Ups, und da sind dann die Karten drin. Die Verpackung, in dem Fall ja, diese Karten hier alle. Und die Verpackung braucht keinen Klebstoff. Kommt so aus, ist eine reine Steckgeschichte und ich finde es einfach sehr, sehr praktisch. Ich hatte schon mal ein Video irgendwie dazu gemacht und wo man das auch selber berechnen kann, aber ich denke, das ist manchmal auch ganz schön, wenn man nicht selber berechnen muss, sondern dass man jetzt einfach die fertigen Maße dann passend für solche Karten nochmal dann hier präsentiert bekommt. So, was brauchst du? Entsprechend natürlich nicht so viel. Einen Bogen Farbkarton. Ich nehme da also sehr gerne den extra starken Flüsterweißen, weil halt extra stark, da dort ja nichts geklebt wird, gibt das der ganzen Box dann nochmal so ein bisschen Stabilität und das finde ich ganz schön an der Stelle. Dann brauchen wir einen Kreisstanzer, einen Inch oder auch 1 Inch oder auch 3/4 Inch oder auch ein Viertel, irgendeinen Kreisstanzer, nicht zu groß. Einen Eckenrunder, eine Schere und ganz unerwartet den Papierschneider. Mehr brauchen wir aber auch nicht. Und jetzt legen wir erstmal die Stanzer und die Schere wieder zur Seite. Jetzt wird gefalzt. Das Schöne ist auch diese Verpackung in dieser Kartengröße. Da muss man vorab nichts zuschneiden. A4. A4 ist genau das, was wir haben wollen. Und daraus machen wir die. Zunächst legen wir das Papier dann hochkant ein und falzen von beiden Seiten bei 2 cm. Das messe ich ja immer nach rechts ab, weil dann hier die Anlegefläche höher ist und hier kann man ja bis 3 cm gut abmessen. Also einmal von der einen Seite, dann um 180 Grad drehen und wieder bei 2 cm anlegen. So, da einmal, dann drehen wir es um 90 Grad und legen das Papier quer ein. Und dann wird einmal gefalzt bei 12 cm. Die gerade gezogene Falz, die nehmen wir als neue Anlagepunkt oder Anlegepunkt und schieben den auf 2 cm. Das ist auch ganz schön, hier oben kann man schauen und hier unten gehen diese Zentimetereinteilungen ja wieder. Da sieht man dann genau, ob man das nicht dann so irgendwie angelegt hat, sondern dass das genau wirklich gerade drauf passt. Also bei 2 cm. Dann nehmen wir den neuen Punkt und ziehen den auf 12 cm und die neue Linie wieder nochmal auf 2 cm. So, das war die Aufgabe des Papierschneiders. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Und zwar schneiden wir, wenn ich das hier habe, habe ich hier den 2 cm Streifen, hier einen 2 cm Streifen und hier ein bisschen weniger als 2 cm, 1,7 müssten es sein. Und jetzt lege ich mir das immer so und ich schneide rechts und links an der ersten Falz, also in dieser 2 cm Falz, die wir von außen jeweils gezogen haben, bis zur zweiten Falz ein. Und das Stück hier brauchen wir gar nicht. Das schneide ich dann auch noch weg. Das heißt also, hier einmal einschneiden und wegschneiden und dann an der anderen Seite einschneiden und wegschneiden. So, wenn wir das haben, ach, wir brauchen auch noch ein Lineal und ein Falzbein. Entschuldigung. Wenn wir das so haben, lassen wir es liegen. Jetzt haben wir hier noch zwei kleine Quadrate, die von 2x2 cm. Die werden dann vom Innenpunkt also von der linken unteren Ecke zur rechten oberen Ecke gefalzt und hier von der rechten unteren Ecke zur oberen linken Ecke gefalzt. Also ich merke mal immer so, diese Doppellinie muss ich hier oder diese Doppelfelder, die schmalen, muss ich unten haben und dann einfach nach außen weg.
So, brauchen wir das nicht mehr, das nicht mehr. Wofür brauchen wir diese beiden? Wir knicken erstmal diese ersten Streifen hier ein und falzen den. So, und hiervon in der Mitte machen wir einen Halbkreis oder einen knappen Halbkreis als Griffmulde raus. So. Hoppala. Gut, das war etwas dicker, weil es war ja auch, das ist ja auch das extra starke. So, nun falzen wir die beiden äußeren Teile ein, diese 2 cm rein, und dann habe ich ja hier im Prinzip eine gerade Flucht und kann die Lasche runden und habe dann eine schöne Stecklasche, die nicht ganz so eckig ist und dadurch auch dann nicht so schnell verhakt. Jetzt wird alles andere dann noch gefalzt. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so viel, ne? 2, 3 haben wir ja schon. Die Ecken noch, Eckenlaschen, diese noch, geraden noch. Diese schrägen kleinen Falzlinien, die wir gezogen haben, die brauchen wir jetzt nicht extra machen, sondern die ergeben sich jetzt. So, und jetzt ist das Ding schon fast fertig. Ich drehe das dann jetzt immer so um, dass die Lasche oben ist. Und jetzt wird das wieder eingeklappt. Und hierdurch ergibt sich so ein, ja, hier kommt die Stecklasche rein. Das heißt, das bleibt einfach so liegen. Und dann ziehe ich das nach oben und knicke das so hin. Ich zeige das nochmal, vielleicht hier von der Seite. Also das wird eingeklappt und die Falz, die wir gezogen haben, die wird dann aufgestellt und gleichzeitig diese Ecke ausgewollt, dass wir hier so halt das Ganze hochstellen können. So hoffe ich, dass man es sieht. So, wenn wir das haben, ist alles schon fertig. Wie gesagt, das wird umgeknickt. Und dann haben wir hier diese Stecklasche, die nun von oben dazwischen gesteckt wird. Das wird so zugemacht und hoppala, es hält, ganz ohne Kleber. Das war es schon. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Vielleicht kanntest du die Box in der Form noch gar nicht. Ich werde nochmal das Video, was ich gemacht habe, hier oben mal reinstellen, wenn ich das hinkriege. Da ist nämlich das Berechnungssheet dabei, wie man das dann auch anpassen kann. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass das für dich eine schöne Idee war, um jetzt einfach vielleicht mal so ein paar Karten, die du selber gemacht hast, irgendwie nett zu verschenken. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Ach, da war doch noch was.